Ich rede erst, weil wir wieder, wenn der Bumper kommt. Bei mir passiert noch nichts. Ja, gut. 40 Jahre Musikgeschichte, 40 Jahre zeitlose Klassiker. And I will always love you. Let's get drunk, let's get drunk. Now this is the show, sollt ihr euch anschauen. Hier ist RBTV Hope. Yeah. Cringe lesen, sorry. Oh, das wissen wir. RBTV Home. RBTV Home. Kriege 10 Mark von meinem Daddy geschenkt. Gehe direkt raus. Mir den Kopf verrenkt, yeah! Ja, foltern, 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 foltern! Eins und zwei, eins und zwei und drehen. Jung und Pirouette. Links, rechts, links, rechts. Und jetzt? Vielleicht hängelt er sich, hängelt? Nee! Och, Colin. Was war das? Ich wollte mich ducken! Foltern, foltern, foltern! Wo muss ich... Ah, da oben auf... Ich hab sowas von gewusst! Foltern, foltern, foltern! Triff doch mal auch mal! Du Arschgeburt! Ja. Das nervt mich so unfassbar. Wenn er einfach nicht schlägt, weißt du? Fummelt da rum mit seinem abgewichsten Minischwert. Mann, ey, du alte Arschprinte. Leck mich wirklich. Es geht mir einfach auf den. Hier, jetzt hast du es. Arschprint. Ja, ist doch so. Wie nennt man es, wenn ein Springer einen Springer schlägt? Ein Fair Trade. Weil Pferde sind. Fair Trade. Getradet. Ja, finde ich gut. Stark. Du kannst in unseren Club noch eintreten. Wir arbeiten an einem Schach-Joke-Buch. Natalie Portman hatte ich ja auch mal einen harten Crush. Ja, wie Jean Reno. Du hast ja gesagt, dass das Soon einer deiner Favoriten ist, aber ich muss sagen, jetzt wir sehen vielleicht ja too soon, ne? Jetzt wo vielleicht wir, too soon, ja. Wir gab es hier zwei Mäuse. Es gab ja, die arbeitet nicht mehr hier. Ich wusste nicht, ob da was kommt, aber come on. Es ist doch nur ein Joke. Und du, ich will deinen Joke nicht klauen, aber du hattest einen lustigen Joke zu hier Hardy und Etienne. Wenn wir zusammen Podcast hätten, dann würde der Ed Hardy heißen. Oder so wie seine E-Mail-Adresse. Ed Hardy. Ich liege auf dem Boden hier. Ich hatte mal eine Schachbibel, aber die habe ich auf eBay verkauft leider. Gab nur 10 Gebote. Zum Glück ist Nils nicht hier. Der kommt, den nehmen wir auch noch mit. Mir doch egal, machen wir das jetzt. Let's go. Jetzt geht's los, ich mein's ernst, die Brille ist auf. Liebe Best-of-Zuschauenden, wir bedauern es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass nun wieder Witze des Nils Boomhoffs kommen werden. Für Kopfschmerzen oder Nackenprobleme durch mögliches Kopfschütteln übernehmen wir keine Haftung. Viel Glück. Gegentore-Spiel hast du dir einfach mal den kompletten Schnitt versaut. Ja, finde ich, so also Schnitt versaut, das habe ich jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe, das finde ich nicht so schlimm, aber... So, was sieht man noch in dem Gang? Nix. Da sind keine Wände, nee. Okay. Auch keine Einwände? Auch keine Einwände. Die Hellebarde war quasi der Weg zu meiner Speersucht. Oh. Ich bin ja süchtig nach Speeren. Ah. Weil ich einfach so geil finde, viel mehr Range zu haben. Ich habe mich davor mal gesperrt, muss ich sagen. Ich mochte die Axt. Seht ihr das, Leute? Ich habe keine Chance.
Ja, er macht das gut. Man muss aber auch sagen, Suns Vater ist Bürgermeister. Ja, Bremsen tatsächlich. So dass er auch als Kind schon Spielzeit im Rathaus verbracht hat. Das war ein kleiner Gag. Oh. Weinen oder niesen? Das war das Niesen. Das unverschämt. Es geht weiter. Oh. Kleinen Moment für uns, okay? Ja! Wieso hast du nicht gesagt, dass es Nico ist? Wieso? Männer! Frauen! Männer! Frauen! Ja! 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 Oh, ja! Scheiße! Barry, hilf mir bitte! Die Tür ist zu! Also so, lass mal nach Chris und dem Captain suchen, oder was? Links! Hä? Phil? Ist das, habt ihr schon mal gestrichen? Ja. Ja. Pain in the ass, oder? Absolut. Paint in the ass. Ja. Paint in the ass, ja. Nice. Nice. Sehr stark. Extra Punkt für Kia. Soll ja auch ein chinesischer Top Gun kommen mit Jet Li. Da habe ich auch Angst vor, genau wie Klonen oder so, aber ich glaube, dass das ist so wahrscheinlich. George Klonen. Ne? George Clooney. Ja. Also ich habe keinen Bock, dass sich die ganzen reichen Milliardäre jetzt einfach anfangen zu fucking klonen, sich dann auch selbst bumsen. Zwei ich Elon weiß, Musk, was 10.000 Elons bumsen sich gegenseitig und stell es dir einfach vor! Und da fragt man sich natürlich, hey, sind wir Menschen am Ende nicht nur Daten? Sind wir nicht Einsen und Nullen? Sind wir nicht beliebig kopierbar? Ihr seid auf jeden Fall Null. C-Steuerung V. Merk ich mir. Dafür haben wir den Kuchen mitgebracht in der Pause. Der hast du dann. Nils hat mir Kuchen mitgebracht. Nein, ich habe den mitgebracht. Nils hat ihn gefunden. Bullshit. Du hast mir tragen geholfen. Ich habe sogar den vierten Teller. Ich habe ihm den Kuchen überreicht. Du willst ernsthaft Credits dafür haben? Ja, natürlich. Er hat gesagt, er hat mir Kuchen gebracht. Was hast du denn in dieser Kausalität ihm Kuchen gebracht? Also, ich lauf los, renn durchs ganze Haus, finde diesen durchs Kuchen. Durchs ganze Haus. Lass mich ausreden. Finde diesen Kuchen, bring den Kuchen mit, sag, hey Leute, ich habe einen Kuchen gefunden. Ich hole vier Teller raus, leg den Kuchen, schneide. Bisher alles korrekt. Ey, warum gibt und es diesen? Und dann sage ich, also komplett nehm ich diese Empörung stört. Nehme ich ein paar Sachen und sag, nehmt ihr den Rest mit rüber, ihr nehmt den Rest mit rüber, stellt ihm einen Teller hin und sagt, hey, ich habe dir Kuchen gebracht. Ja, also, das ist unfassbar. Geil. Das ist einfach, er hat gesagt, so, Nils hat mir Kuchen gebracht. De facto habe ich ihm den Kuchen gebracht. Ich habe sogar noch gesagt, du hast den Kuchen entdeckt. Du kannst das ja gerne mal twittern. Aber den Kuchen gebracht. Ja. Bitte. Entschuldigung, ein extra Kuchen. Ja. Oh? Ja, ich meister. Es sei denn, wenn ich jetzt jemanden geklaut habe, dann bist du natürlich schuld. Oh, die Wäscheleiter. Wir können uns auch noch auf dein Niveau runterlassen hier. Bitte. Nee, ich bin schon ganz offen. Schön. Das ist das schlimmste Bild, was wir jemals eingefangen haben gerade. Was? Na, guck dir das Bild auch mal an hier. Was ist? Darf der kleine Colin schon Kaffee trinken? Kleiner, ich darf so viel Kaffee trinken, wie ich will! Und ich darf so lange aufbleiben, wie ich will! Heute guckst du den ganzen Tag Filme! Filme! Die ganze Nacht! ZDF-Wunschkino! Seit wann isst der mich? Ich wurde das erste Mal gegessen. Wo? Ey, nö! Nein! Steht der in der Lava drin? Nein! Ey, das ist so unfair! Das ist so unfair! Hallo, Renke! We pawns are travelers of not only this world, but myriad others with which we can connect. Da musste ich lachen. Ja, hallo. Was sagst du? Es geht, die Verbindung ist, es sind alles harte Dinge. Also Chirurgie ist sehr hart, da muss man viel lernen. Diamant ist hart, die 8 ist die härteste Zahl. Ach so. Und so eine Faust, ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, kann auch ganz schön hart sein. Vor allem im Zoo. Und war.
Und wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Seemannskunde, sag ich mal, da weißt du direkt, ach so, das sind ja alles Arten von Knoten. Der Chirurgenknoten zum Nähen einer Wunde, der Diamantknoten kann zum Beispiel als Zierknoten verwendet werden. Dann haben wir den Achtknoten oder Achterknoten als Stopperknoten am Seilende und die gute alte Affenfaust, wenn man eine Wurfleine beschweren will. Also es ist ein sogenannter Wurfknoten. Knotenkunde jetzt nicht so dein. Gar nicht, ich bin eher zu Berge und zu Luft unterwegs. Das Wasser stößt mich eher ab. Okay. Das ist Quid Settings? Okay. Wo steht wohl Sprache? Bestimmt hier. Oh mein fucking Gott, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Freue mich auch. Ja, wie erkenne ich dich? Bin jetzt hier, oder Atlas was? In der Hand. Was denn? So kurz, ja. Später, du also. Bist voll drüber. Ach so, hoppala, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Ach, da waren so die gelben Streifen, habe ich nicht gesehen. Du warst so kurz davor. Du warst... Das war... So close. Hä, wegen der gelben Dinger da, oder was? Ich bin mal ohne Schuhen eingepennt auf der Zugfahrt und bin von meinem eigenen Furz wach geworden. So, das ist mir halt passiert. Ich habe gemerkt, okay, der war so stark, dass es alle gehört haben im Abteil. Und ich lag dann halt auch, also ich lag auch mit Füßen irgendwo. Und dann habe ich so ganz schlechte Augen aufgemacht. Und ich habe richtig gemerkt, wie alle mitbekommen haben, dass ich das war. Oh, wie unangenehm, mein Albtraum. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass ich parallel sogar noch gesabbert habe. An der Stelle habe ich in der Selbstreflexion gemerkt, okay, vielleicht nicht so geil. So, wir machen direkt weiter hier mit Dragon's Dogma 2, wo wir aufgehört haben. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an das letzte Bild, was ihm im Kopf geblieben ist bei Dragon's Dogma. Ich zeig's euch noch mal ganz kurz. Ist das so? Hast du Haselnuss alles beigebracht, was du weißt? Alles, was ich weiß, alle beiden Tipps. Wir müssen ja mal Falling Damage eigentlich mal testen, oder? Springen wir? Wuhu! Wo ging er nicht auf? Was? Das ist sogar der Originalweg, wo rechts hier das Bonfire ist. Oh nein! Müssen wir jetzt aufpassen, dass der Hesse nicht gleich auch noch in Elden Ring coacht? Hä, was für? Hallo? Ich coach Ede in Elden Ring. Oh, ich wollte sagen, er passt bestimmt nicht durch die Tür. Oh nein, der Aufzug ist nicht da. Das ist schlecht. Wo ist der Hebel? Oh nein, ich habe den Aufzug hochgeholt. Scheiße, er hat überlebt, weil ich den Aufzug hochgeholt habe. Thank you. Ich habe in jedem Bild einen Buchstaben versteckt. Auf dem ersten siehst du auf dem Becher ein D. Auf dem zweiten hinten auf dem Bildschirm ein E. Und auf der Schulter von dem Mädel ist ein O. Hilft dir das irgendwie weiter? Deo? Ist das jetzt ein persönlicher Hinweis oder was? Möchtest du mir hier was mitteilen? Wir sparen an den Upgrades, die ja mit jeder Runde billiger werden. Das ist doch schlau, oder nicht? Wie ich meinem Finanzberater erkläre, dass es eine gute Idee war, 200 Euro für Dota 2 Skins auszugeben. Naja, weil ich muss die ja dann nächsten Monat nicht kaufen, ne? Also dann, dadurch spare ich ja Geld. Nein, Herr Will. Nein, Herr Will, so funktioniert das nicht. 130 zu 60, mal schauen, wer sich hier draufsetzt und wer hier reinfällt. 599. Und deswegen kaufe ich es nicht. Weil mir mein Arsch viel wert ist, aber keine 600 Öcken, ja? Da können die Hämorrhoiden schön sprießen. Für 600 Öcken kriege ich die weggelasert. Das Licht? Ja. In der Klose. Irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass das Licht so einen Schatten wirft, sieht es aus, als ob ich schiedel. Das Licht wirft einen Schatten, ja. Warte mal, wenn ich die Brille absetze. Nee, und? Das ist normal. Ist irgendwas? Hä? Sag mal jetzt. Nein, es ist...
einfach wie immer einfach so ein richtig schöner Mann. Oh. Der Begriff ist Schuppen. Ja. Mhm. Und ich bin halt auf eine ganz andere Interpretation. Deine Interpretation ist ja offensichtlich die Schuppe des Tieres. Mhm. Aber meine Interpretation ist natürlich der Raum Schuppen. Und deswegen. Das ist bei mir auch so. Okay. Hä? Wow. Ich muss mich jetzt raushalten hier als aktiver Spieler in der Runde, aber. Ja. Geht in diese Richtung, Licht im Schuppen und Auto im Schuppen. Mann, Anton. Mann. Hat die denn so. Oh, okay. Wollen wir sofort. Die hatten immer diese Glühbirnen im Schuppen. Und das Auto. Ja, okay. Ja, komm, dann gib sie mir doch. Wenn ihr mir gar nicht mehr glauben wollt. Ich habe, als ich die Karte. Wir wollen dir gerne glauben. Ja, aber das ist es halt. Ich hab nichts anderes. Oh Gott. Aber warum ist es denn bei ihm nicht unglaubwürdig, wenn er den Weg in den Schuppen und das kleine Weil Haus. Weil das zwei ist? Schuppen sind. Ich habe hier auch Schuppen gedacht. Ja, und ich hab's im Schuppen. Was die gesagt hat. Auto im Schuppen. Ja, habt ihr das nicht? Oh Mann. Dann wir lesen zusammen, dann weißt du, dass es stimmt. Dank dieses Langschwerts darfst du die Angriffsstärke von 6 würfeln, aber auch um die Ecke um die Ecken sein. Aufgrund der langen Beharrlichkeitsdauer Grundlage der darfst Schwerts. Du angreifen, wie du willst, so lange bis der Gegner stirbt. Verdammt, ich habe gerade Spaß mit dem Spiel, was soll das? Das ist doch endless Trash! Oh, da oben. Never, no. Why, wieso? Ey, ne. Ey, oh. Warum ist das passiert? Hast du da wieder Schnaps reingemacht? Man könnte dich perfekt zensieren mit einem Kreis. Wenn man dich mal in so einem Gericht, wenn du so vor Gericht mal wieder bist, man könnte dein Gesicht mit einem absolut perfekten Kreis. Hallo Leute, was ihr noch nicht wusstet, ich bin das neue Logo von Rocket Beans. Ich bin das neue Maskottchen. Ich spreche jeden Text ein. Hallo! Na, und wenn ihr schon dabei seid, kommt doch vorbei in den Supporters Club. Hast du Hämorrhoiden oder einen wunden Arsch? Dann habe ich das Richtige für dich. Schau mal her. Schließ deinen Wasseranschluss an und lass dich schön abspritzen. Lass dich schön abspritzen. Am Popo und am Arsch. Schön abspritzen. Popo und Arsch. Schön hoch abspritzen. Mach es alles sauber. Popo ist sauber. Popo ist sauber. Durchfall. Stopf doch nie, spritz es dir schön rein. Mit unserem Produkt wird alles gut. Sauber. Okay, Vorführung beenden. Jetzt wird's teuer.